Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Gruppenarbeiten ein bisschen praktischer gestalten können. Dazu möchte ich zum einen Ihnen zeigen, wie Sie Gruppenräume individualisieren können und zum zweiten, wie Teilnehmende sich selbst eine Gruppe aussuchen können, obwohl das von Adobe Connect eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Also zunächst mal Gruppenräume individualisieren. Ich gehe im Teilnehmerpod auf die Arbeitsraumansicht. Dort sind im Moment keine Arbeitsgruppen vorhanden. Ich lege drei Arbeitsgruppen an und die haben jetzt noch gar kein Layout. Wenn ich jetzt die Arbeitsgruppen starte, haben Sie genau das Layout, das im Moment in diesem Arbeitsraum zu sehen ist. Das heißt, ein Whiteboard, ein Videofeld, ein Teilnehmerfeld und einen Chat. Ich mache das mal. Jetzt bin ich immer noch im Hauptraum. Ich wechsle mal den Arbeitsraum und gehe in die Arbeitsgruppe 1. Dort stelle ich fest, es ist ein leeres Whiteboard vorhanden und hier steht Whiteboard 102, Arbeitsgruppen 1. Ich beende einmal die Freigabe und gebe der Arbeitsgruppe 1 ein Dokument, das sie sich anschauen sollen. Und zwar nehme ich eine Schleswig-Holstein-Karte. Die Arbeitsgruppe 2, in die ich mich jetzt verschiebe, hat hier ebenfalls ein eigenes Whiteboard. Die Arbeitsgruppe 2 erhält ebenfalls ein eigenes Dokument. Und die Arbeitsgruppe 3 soll einmal gar keinen Freigabepot bekommen, sondern zwei Chats, die ich umbenennen kann in Pro und Contra. Jetzt hat die Arbeitsgruppe 1 eine andere Oberfläche als die Arbeitsgruppe 2 oder die Arbeitsgruppe 3. Und das bleibt auch so, wenn ich erneut die Arbeitsgruppen starte. Ich schiebe mich einmal zurück in den Hauptraum und beende die Arbeitsgruppen. Jetzt ist es egal, von wo aus ich die Arbeitsgruppen starte. Ich wechsle einmal in das Layout Diskussion und starte die Arbeitsgruppen. Und wenn ich mich jetzt von Raum zu Raum bewege, dann hat die Arbeitsgruppe 1 immer noch die Schleswig-Holstein-Karte, die Arbeitsgruppe 2 immer noch ein PDF-Dokument und die Arbeitsgruppe 3 immer noch die Pro- und Contra-Chats. Das heißt, bei gestarteten Arbeitsgruppen kann man die einzelnen Arbeitsräume individuell gestalten und die Arbeitsräume merken sich dann auch ihre individuellen Inhalte. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass Teilnehmende bei Adobe Connect nicht aussuchen können, in welche Gruppe sie gehen möchten. Man kann es ihnen aber dennoch ermöglichen. Eine Möglichkeit ist, sie könnten die Teilnehmenden bitten, ihren Namen auf ein Whiteboard zu schreiben. Und wenn sie auf diesem Whiteboard die Auswahl erstellen, dass man in die Gruppe 1, 2 oder 3 gehen könnte, vielleicht noch mit einer thematischen Vorstellung dieser Gruppe, dann können sich Eileen, David, Yvonne und Zacharias überlegen, in welche der drei Gruppen sie gehen möchten und können das dann auch selbst einstellen. Dies ist die Teilnehmeransicht der Teilnehmerin Eileen. Und wenn man in dem Whiteboard auf das Symbol klickt, das so ein bisschen aussieht wie ein Mauszeiger, das Markierungssymbol, dann wird das blau, Auswahl, und ich kann auf meinen eigenen Namen klicken oder Eileen kann auf ihren eigenen Namen klicken und sich an die Stelle schieben, wo sie gerne teilnehmen möchte, beispielsweise in Arbeitsgruppe 2. Das gleiche gilt für Zacharias. Jetzt ist es an mir als Veranstalterin, die Teilnehmenden auch so zuzuordnen, wie sie gerne zugeordnet sein wollten. Das heißt, ich kann Eileen anklicken und in die Arbeitsgruppe 2 schieben. Ich kann Zacharias anklicken und in die Arbeitsgruppe 3 schieben. Und David und Yvonne kann ich sogar gemeinsam markieren mit den kleinen Kästchen, die ich anhaken kann, und sie gemeinsam in die Arbeitsgruppe 1 schieben. Und dann haben die Teilnehmenden sich selbst für eine Arbeitsgruppe entschieden, obwohl es bei Adobe Connect eigentlich gar nicht vorgesehen ist.
Eine weitere Möglichkeit, sich für eine Arbeitsgruppe zu entscheiden, hilft sogar Ihnen als Veranstalter, als Veranstalterin weiter, falls es nämlich passieren sollte, dass Leute während der Arbeitsgruppenphase aus ihren Arbeitsgruppen herausfliegen. Folgendes: Ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin kann ihren Namen bearbeiten. Man sieht es an dem kursiv gedruckten, hier ist gerade zu sehen die Anzeige, die Eileen vor sich hat. Und wenn Eileen im Teilnehmerpod oben rechts auf die drei Punkte klickt, dann gibt es dort die Zeile Meine Informationen bearbeiten. Jetzt könnte Eileen vor ihren eigenen Namen eine 2 schreiben und das abspeichern. Das gleiche gilt für Zacharias, der gern die Arbeitsgruppe 3 besuchen möchte. Und Yvonne und David, die die Arbeitsgruppe 1 besuchen möchten. Sie sehen, die Teilnehmerliste hat sich in der Reihenfolge verändert. Normalerweise ist die Teilnehmerliste alphabetisch sortiert. Allerdings, wenn man eine Ziffer vor seinen eigenen Namen schreibt, dann laufen die Ziffern vor den Buchstaben und die beiden, die in die Arbeitsgruppe 1 wollen, obwohl sie alphabetisch nicht zusammenhängen, sind ganz nach oben gerutscht. Eileen, die vorher ganz vorne stand, ist in die dritte Zeile gerutscht mit ihrer Markierung für 2 und Zacharias ist in der letzten Zeile geblieben. Wenn ich jetzt als Veranstalterin die Zuordnung machen möchte, gehe ich hier in die Arbeitsraumansicht und kann David und Yvonne anklicken, weiß, die möchten beide in die Arbeitsgruppen 1. Ich kann Eileen anklicken. Ich muss übrigens das Häkchen hier bei David und Yvonne wieder wegnehmen, denn sonst würden alle zusammen in die Arbeitsgruppe 2 rutschen. Auch hier müsste ich jetzt das Häkchen bei Eileen einmal wegnehmen. Ich vergesse das mal absichtlich und schiebe jetzt Zacharias in die Arbeitsgruppe 3. Aber da ich vergessen habe, das Häkchen bei Eileen wegzunehmen, habe ich jetzt beide zusammen in die Arbeitsgruppe 3 geschoben. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, wenn man mit diesen Häkchen arbeitet und mehrere Leute gemeinsam markiert, dass man, nachdem man die Leute verschoben hat, die Häkchen auch wieder wegnimmt, sonst wird es chaotisch. Ich starte die Arbeitsgruppen. Für mich ändert sich optisch nichts. Aber da ich zuvor ja schon einmal die Arbeitsgruppen einzeln individualisiert hatte, haben jetzt David und Yvonne eine andere Aufgabe als Eileen und Eileen eine andere Aufgabe als Zacharias. Sollte es passieren, dass jemand aus seiner Arbeitsgruppe herausfliegt, dann treffen die Leute, denen das passiert, normalerweise wieder im Hauptraum ein, so wie ich jetzt hier David wieder im Hauptraum habe und ich weiß, weil er eine 1 vor seinen Namen geschrieben hat, dass er in die Arbeitsgruppe 1 möchte und ich kann ihn problemlos zurückschieben. Das ist bei einer größeren Anzahl von Teilnehmenden durchaus hilfreich, wenn man einfach nach Ziffern sortieren kann, anstelle eine Namensliste durchschauen zu müssen, in welche Gruppe jetzt David, Eileen oder Zacharias gehören.